Oh, aua, der Hund hat mich gebissen. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Hier auf Katze. Wir gehen Richtung Westtor und werden hier ganz anderen und neuen Pokémon begegnen. Heute werden also viele Pokémon gewidmet. Persimbeere gefunden und da vorne ist schon ein Voltilam. Hallo, kleines Voltilam, das wird direkt von mir überrascht. Aber Achtung, ich glaube, Lilou ist viel zu stark für Voltilam. Ja, dachte ich mir schon. Level 9. Ich werde erst einmal einen Superball werfen, um es im besten Fall direkt zu fangen. Voltilam, bleib im Ball! Yeah! Fängt ja schon mal katztastisch an. Cool, es wurde gefangen. Ein paar Erfahrungspunkte, nicht viel, aber immerhin. Und der Eintrag. Voltilam, lädt es sich statisch auf, verdoppelt sich das Volumen seiner Wolle. Wer es berührt, erhält einen Elektroschock. So ein süßes Pokémon. Ich widme es Huibui 7. Huibui 7, Bini, du bist ja auch schon ein anderes Pokémon, aber ja, du wolltest unbedingt Voltilam. Ich konnte es möglich machen. Das kann ich leider nicht bei jedem Pokémon. Ich kann nicht jedem Wunsch leider nachgehen, weil ich nicht weiß, ob es gewisse Pokémon gibt, wo ich es finde und so weiter und so fort. Aber wenn ich es, ja, möglich machen kann, dann mache ich das auch gerne für euch. Ihr müsst einfach nur geduldig sein, wie ich immer zu sagen pflege. Dann schauen wir mal weiter. Mit Sicherheit gibt es hier auch ein paar Pokémon, die ich noch nicht habe und die super in mein Team passen könnten. Aber ich bin noch nicht ganz bereit. Da ist Moneira. Habe ich tatsächlich schon. Mangunior. Das kennen wir auch. Da vorne gibt es einen Pokéball. Und hier gibt es Dartiris. Kleine Dartiris. Dartiris. Aber ziemlich offenes Gelände. Also klar, überall ist das so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, hier sind die Pokémon nicht so aktiv oder nicht so viel unterwegs. Muss ja nicht so schlimm sein. Ist ja alles gut. Aber vielleicht schlafen die Pokémon oder verstecken sich in den Büschen. Ich habe keine Ahnung. Was gibt es hier? Oh, Staravia. Staravia? Was bist du denn? Was bist du denn für ein Racker? Ein Hund? Du bist ein kleines Hündchen. Du bist ja cool. Wie heißt du? Mobtiff. Der Mobtiff. Klingt wie so eine Band. Hey, ich gehe auf das Konzert von Mobtiff. Underground Rock oder sowas. Oh, jetzt regnet es auch noch. Grimasse, Grimasse. Lilou, wir werden jetzt diesen kleinen Hund fangen. Superball, los! Oh, wäre das ein bisschen stärker, hätte ich das sogar ins Team genommen, muss ich sagen. Aber so muss man das erstmal leveln und... vielleicht finde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Mobtiff. Egal, Mobtiff. Mobtiff, es blickt stets finster drein, um von anderen ernst genommen zu werden. Doch selbst weinende Kinder fangen bei seinem Anblick an zu lachen. Oh nein, der arme. Halbstark Pokémon. Mobtiff, widme ich Ricardo. Lieber Ricardo, du bist das extrem coole Mobtiff. Eigentlich sollte ich selbst mal meinen eigenen Namen vergeben. Da wäre Mobtiff so ein Kandidat. Ich finde den Hund sehr cool. Staravia, hallihallo. Staravia, ein Pokémon aus der 4. Generation. Damals eingeführt in Diamant und Perl. Da gibt es erstmal die Breitseite, weil es erstaunlicherweise auf Level 25 ist. Wie kommt es dazu? Ich meine, wir haben bisher nur Pokémon auf Level 8 und 9 getroffen und jetzt Staravia? Na gut. Das ist eine sehr, sehr positive Überraschung, wie ich finde. Und wir nutzen diese positive Überraschung, um es nicht zu fangen. Staravia, ich sage auch immer gerne Staravia mit der Donkey Kong Tolle auf dem Kopf. Oder hat doch so ein, diese Bananenfrisur. Diese komische Frisur, die auch Donkey Kong hat. Staravia ist wahrscheinlich der größte Donkey Kong Fan. Komm, 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 bleib im Ball. Oh, Donkey Kong, warum bleibst du nicht drin? Eigentlich sollte man dieses Staravia Donkey Kong nennen. Was hat keine Wirkung? Was war das Notsituation? Ach, wahrscheinlich, weil ich dich angegriffen habe, oder? Na gut, jetzt ist es aber genug geschwächt. Jetzt müsste ich es doch fangen. Nein, Wirbelwind! Das ist wie Brüller. Es sorgt dafür, dass es einfach aus dem Kampf verschwindet.
Toll. Staravia nicht gefangen, aber da vorne ist ein Waffles. Heißt es Wuffles? Nee, es heißt Waffles, oder? Waffles, Waffles! Waffles, hast du ein Waffeleisen für mich? Wird heute gerne noch ein paar Waffeln machen. Okay, fangen wir dieses Waffles. Ein Schokohund. Naja, nicht ganz. Cappuccino-Hund? Nee, eigentlich auch nicht. Ein Pokémon von Typ Gestein. Sieht nicht so aus, aber es ist tatsächlich von Typ Stein. So, Waffles. Waffles ist sehr zutraulich, solange es jung ist. Mit dem Alter wird es zunehmend wilder, doch es bleibt seinem Trainer auf ewig verbunden. Ein Gestein-Pokémon. Ups! In meine Box. Ich habe bei der Namensvergabe beim Buchstaben vergeben zu schnell B gedrückt. Und dadurch geht man aus diesem Namensvergabemenü raus. Und deswegen hat Waffles keine Widmung bekommen. Sichlor! Terra-Kristallisierungs-Sichlor! Los geht's, Lilou. Geh nach vorne. Nein, nicht abhauen! Lilou, ich brauch dich jetzt. Wo bist du? Oh, oh. Egal, es sieht mich nicht. Ich versteck mich hier im Busch. Oh, oh. Oh, oh. Lilou? Lilou, wo bist du? Lilou, du musst mich retten. Nein. Oh. Es greift mich an. Oh, Sichlor. Ich liebe Sichlor. So, Terra-Kristallisierung. Was bekommst du denn Schönes? Du bekommst einen dicken Diamanten auf den Kopf. Was ist das bitte? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Terra-Kristall-Typ sein soll. Typ Stahl vielleicht? Typ Käfer? Typ Normal? Typ Drache? Typ Fee? Also eins davon wird es bestimmt sein, oder? Ich habe gar keine Ahnung, was es sein könnte. Ein Volltreffer gelandet, super. Aber leider muss ich noch ein bisschen was abziehen, damit ich die Möglichkeit bekomme, es zu fangen. Denn in der Terra-Kristallisierungsform kann ich es leider nicht fangen. Deswegen noch ein Ruckzuck-Keep hinterher. Und das zieht so wenig ab, dass es... Oh, ausgereicht hat. Sehr schön. Der Kristall ist weg und ich kann Sichlor jetzt endlich fangen. Zeit also für einen Superball. Superball, los! Ich muss übrigens dringend in den Pokémon-Supermarkt, weil ich wieder keine Bälle habe. Kaum noch Bälle. Und wir haben Sichlor gefangen. Ich werde jetzt auch gleich schauen, was es für einen Terra-Kristall-Typ hat. Dann lernen wir alle hier dazu. Sichlor, es bahnt sich mit seinen scharfen Sicheln so schnell einen Weg durch das Gras, dass es dabei für das menschliche Auge unsichtbar ist. Okay. Dieses Pokémon widme ich Felix. Lieber Felix, du bist Sichlor. Und was du für einen Terra-Kristall-Typ hast, das werden wir jetzt gleich mal nachsehen. Also, ins Menü, zu den Pokémon-Boxen. Und hier in Box 3 ist Felix. Felix hat den Terra-Typ normal. Rechts oben konnte man das gerade sehen. Okay. Lohnt sich der Terra-Typ normal? Ich weiß es nicht. Oh, da ist ein Flatütü. Aber dich habe ich schon gefangen, nicht wahr? Doch, doch. Ich müsste dich gefangen haben. Und? Nee, habe ich noch nicht. Flatütü. Breitseite. Ist Breitseite zu stark für Flatütü? Flatütü! Na, noch nö. Tut mir leid, Flatütü. Ich habe dich leider platt gemacht. Dafür fangen wir uns jetzt ein Wablu, das mal zu einem Altaria wird. Wablu! Wablu, Wablu! Wablu ist auch so süß. So ein süßes Vogel-Drache-Pokémon. Naja, ihr habt richtig gehört, Flugdrache. Aktuell sieht es eher aus wie ein Flug-Pokémon, ist glaube ich auch nur von Typ Flug. Erst bei der Entwicklung zu Altaria hat es den Doppeltyp Flugdrache, oder? Ich glaube, jetzt ist es wirklich nur Flug. So, Superball. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Also heute klappt es mit dem Fangen der Pokémon ziemlich gut. Insgesamt betrachtet, oder? Wablu wurde gefangen. Ein Level-Up für Tentagra und ein Eintrag. Wablu, ständig pflegt es seine watteartigen Flügel. Falls es schmutzig wird, badet es und putzt sich sauber. Cool. Wollvogel-Pokémon. Liebe Mia, du bist unser Wablu. Herzlich willkommen bei uns in der Pokémon-Welt. Um es mal so auszudrücken.
So, überall was zu entdecken. Hier gibt's ein... Oh, dich wollte ich nicht. Waffles. Waffles, Waffles! Ich wollte eigentlich Meditie. Das liebe Pokémon Meditie. Meditie, Meditie, ihr wisst schon. Also, ich tausche jetzt noch hier kurz. Upsala, falsches Menü. Ich wollte eigentlich hier rein. Nils tauscht sich mit Lilou, damit sich Lilou erholen kann. So, Nils, du bist dran. Nils hat auch einen Typenvorteil mit den Flugattacken. Aber ein Flugangriff würde dieses Pokémon wahrscheinlich besiegen. Deswegen setze ich auf Furienschlag. Los geht's, Nils. Cravollo, Cravollo. Jawollo, Cravollo. Das machst du sehr gut. Okay, das sollte ausreichen, um Meditie mit einem Pokéball bzw. Superball zu fangen. Mein letzter. Ich muss demnächst unbedingt an die Tankstelle. Denn an der Tanke gibt es ja Superbälle zu kaufen. So, sehr schön. Es wurde also gefangen. Gut gemacht, Cravollo. Meditie, es vergisst nie sein tägliches Yoga-Training. Durch Meditation erhöht es seine innere Stärke. Sehr schön. Das Pokémon widme ich Leni. Liebe Leni, herzlich willkommen bei uns. Meditie. Cool. Dann laufen wir weiter. Meditie hatte ich ja damals auch im Team. Wisst ihr das noch? Oh! In strahlender Diamant hatte ich es. Und da vorne ist Pamporos. Oder die Entwicklung heißt so. Ein Esel. Pamputz. Wie heißt du nochmal? Papa. Papa Bär. Nein, Papa Esel. Pampuli. Pampuli. Oh süß, Pampuli. Ich will dieses Pampuli haben. Zähigkeit wird aktiviert, erhöht also die Verteidigung. Ein richtiges Verteidigungsmonster. Und das meine ich mehr als positiv. So, Pokéball, fang bitte dieses süße Pampuli. Pampuli, bleib im Ball, das wäre so wunderbar. Sehr schön. Klasse. Pampuli wurde gefangen. Ein Pokémon aus Sonne und Mond, glaube ich. Pampuli, der Schlamm, der es bedeckt, besteht aus wiedergekäuerter Erde. Dieser trocknet selbst dann nicht aus, wenn er lange der Sonne ausgesetzt ist. Interessant, was man nicht alles herausfindet. Dieses Pokémon widme ich dem lieben Finn. Lieber Finn, du bist unser Pampuli. So cool, so cool. Dann schauen wir mal weiter, was es noch so Schönes gibt. Was für eine tolle Aussicht. Hey. Mein Lieblingselefant. Funpi. Hey, Funpi, altes Haus. Ah, zweites Generations-Pokémon. Ah, ich liebe es. Ihr wisst ja, zweite Generation ist meine Lieblingsgeneration. Und zusammen mit der ersten Generation sind das einfach die schönsten Pokémon. Okay. Oh, wow, das tat weh. Muss ich aufpassen. Pokéball, los! Fangen wir Funpi. Bitte, okay. Funpi hat, glaube ich, keine Lust, gefangen zu werden. Ich probiere mal einen Prototypen-Superball aus. Ein Superball, der eigentlich nie funktioniert. Zumindest nicht, wenn ich spiele. Und das ist der Premierball. Der Premierenball. Los geht's! Ein komplett weißer Ball, wunderschön, aber ihr seht selbst, es funktioniert nie. Ich weiß nicht warum, aber ich kann Pokémon nicht in diesen weißen Bällen fangen, obwohl die echt schön aussehen. Dann würde ich sagen, Zeit für einen Luxusball. Probieren wir den mal aus. Ich muss echt Superbälle kaufen, meine Lieben. Okay, es hilft alles nichts. Ich glaube, ich muss es weiter schwächen. Sonst wird das nichts mehr mit diesem kleinen süßen Elefanten. Was schicken? Ah, nehmen wir Katze. Ich wechsle Katze ein in den Walzer, weil Walzer bei Katze nicht so viel Schaden zufügt. Los geht's, Katze! Du bist jetzt am Start. Dich sehen wir sowieso viel zu selten. Autsch! Katze, mach dich sofort bereit. Zeit für einen... was machen wir da? Biss. Biss sollte das Funpi nicht besiegen. Ja, perfekt. Perfekt geschwächt. Es ist sogar zurückgeschreckt und das ist meine Chance, mit einem Pokéball dieses Pokémon hoffentlich zu fangen. Komm. Bleib im Ball. Yeah, sehr schön. Funpi wurde gefangen.
Okidoki. Das gibt auch wieder einen Pokédex-Eintrag. Funpi, es lebt in Nestern, die es an Flussufern baut. Nach dem Spielen im Schlamm muss es sich erst waschen, um sich wohl zu fühlen. Süß, oder? Das Pokémon bekommt Ben. Lieber Ben, du bist Funpi. Funpi. Gab es damals nur ein Pokémon Silber. Ich besaß Gold, mein bester Freund hat mir dann Funpi gegeben und in meiner Version im Pokémon Gold gab es dafür einen Teddy Ursa. Fairer Tausch. Das ist praktisch das Editions-Pokémon, ja, also war ein 1-zu-1-Tausch, wenn man so möchte. Oh, Gironimatz! GG und Gogo, Gaga und Let's Go, Gironimatz! Mensch, wir haben dich doch schon. Also, goodbye, Gironimatz! Und deine Freunde sind auch am Start. Ziemlich aggressive Vögel, habe ich so das Gefühl. Die fliegen einen echt an. Oh, Kamehabs! Lauf mir doch nicht direkt vor die, ja, wie sagt man da? Vor die Flinte, wenn man so möchte. Oh, direkt reingelaufen in das Pokémon. Vor allem hat dieses Pokémon noch einen immensen Stachel auf dem Kopf. Also wenn Koraidon da in den Stachel reinläuft, ja, dann Prost Mahlzeit. Da unten ist ein Paldea Felino. Das besitze ich bereits. Deswegen lasse ich es mal da stehen. Und hier gab es einen Pokéball mit einem Feuerheiler. So, Flatütü. Werde ich mir demnächst fangen. Ich marschiere erstmal weiter, weil ich unbedingt noch zur Tankstelle möchte. Dringend. Dringend. Das klingt komisch, wie man es ausspricht. Dringend. Da hinten. Oh, die Tankstelle ist aber weit weg. Okay, egal. Koraidon, rase, was das Zeug hält. Bring uns bis zur Tankstelle. Da können wir unsere Pokémon auch gleich heilen. Lilou ist noch völlig geschwächt von all den Kämpfen aus der Vergangenheit. Aber, oh, Voltilamp. Aber an der Tanke können wir nicht nur Pokébälle kaufen, sondern auch unsere Pokémon heilen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Oh, jetzt kommen wir wieder zurück auf den ursprünglichen Pfad. Denn hier begann unser Abenteuer ja heute. Hier am Ausgang oder am Eingang, je nachdem, wie man das sehen möchte, des westlichen Tores. Huiuiui, Entschuldigung, liebe Hopspross. Wollte euch nicht erschrecken. Ein Trainer. Oh, was ist das denn? Was bist du denn? Hallo, mein Kleiner. Wie heißt du? Oh, Olini, Olini. Der magische Olini. Ich werde den magischen Olini jetzt fangen. Komm, bist du von Typ Pflanze, Fee oder sowas? Der magische Olini. Oder von Typ Psycho, Pflanze, das wäre dann ein passender Name. Magischer Olini. Klingt echt wie so ein Zauberername, oder? Olini. Olini, um sich vor Feinden zu beschützen oder zu schützen, sondert es aus der Frucht auf seinem Kopf Öl ab. Dieses ist so bitter, dass es einen zusammenzucken lässt. Ich widme es dem Oliver. Olini, das Oliven-Pokémon, ist der Oliver. Der magische Olini. Herzlich willkommen. Ey, Olini ist cool. Ich glaube, wenn ich ursprünglich in diese Richtung gelaufen wäre, statt damals Richtung Osttor, dann hätte ich vielleicht Olini sogar ins Team genommen. Ich finde das irgendwie cool. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Entwicklung hat. Wenn nicht sogar zwei. Das ist so, ja, so ein typisches Pflanzen-Pokémon. So wie es das in vielen Editionen gibt. Okay, also es ist so, sozusagen das Mirapla oder das Knofensa dieser Edition. Sonnkern auf Level 5 lässt sich nicht von einem Pokéball fangen. Komm, Sonnkern. Sei doch nicht so. Lass dich fangen. Ist doch ganz schön bei uns. Klasse, Sonnkern wurde gefangen. Und es gibt kaum Erfahrungspunkte. Und Sonnkern. Ach so, stimmt, das habe ich auch schon gefangen. Ich glaube, das war damals in der Pflanzenstadt. In der Sonflora-Stadt. Oder da in der Umgebung. Kann das sein? Hallihallo, meine lieben Freunde. Einmal bitte umdrehen. Hallo, möchtest du deine Pokémon heilen? Nee, ich möchte einen Kaffee trinken. Natürlich möchte ich meine Pokémon heilen. Ach so, ja. Sei doch nicht gleich so wild. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht so frech rüberkommen. Alles gut, ich verzeihe dir. Viel Erfolg und danke für deine Geduld. Tschüss. Hallo. Hallo, möchtest du Bälle kaufen? Ganz genau deswegen bin ich hier. Ich brauche bitte ein paar Superbälle von Ihnen. Je mehr, desto besser. Das ist echt teuer bei Ihnen, aber ich muss wohl in den sauren Apfel beißen.
mit LP bezahlen. Da habe ich nämlich genug. Und ansonsten Netzbälle vielleicht noch ein paar. Oh, die sind aber auch teuer bei Ihnen. Ja, ja, die Inflation, die schlägt zu. Ah, ich sehe schon. Okay, leider keine anderen tollen Bälle. Vielen Dank für alles. Bis dann. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund. Hey, hallo. Ein Gespenst. Gespenst, Gespenst. So. Boah, sieht das schön aus. Wow. Was ist da hinten? Was ist das für eine Stadt? Vorsichtig hier runter. Ich muss gleich mal auf der Karte schauen, was das für eine Stadt ist. Oh, hier gibt es Stara Lili. Aber erstmal, was ist das? Ist so ein, oh, das gefällt mir irgendwie. Mitten im Ödland. Oder auf den Weizenfeldern. Ah, da ist ein Arenaleiter. Ist sogar der. Das muss der Käfer-Arenaleiter sein. Ja, das ist der. Die Käferkönigin. Okay. Hallo Voltilam. Hallo Mangunior. Und hallo Stara Lili. Ich komme auch gleich zu einem Stara Lili. Würde ich auch gerne fangen, wenn ich schon Staravia nicht fangen konnte. Aber hier gibt es auch noch super viele Items. Pokéball, Superball, Supertrank, Querbeet. Da unten leuchtet noch ein Terra-Kristall. Können wir uns auch gleich mal genauer ansehen. Ich glaube, ich habe schon super viele Tränke eingesammelt. Jo, da hinten, was ist da noch? Ein Hund, ein Mobtiff. Mobtiff, die coole Band aus Amerika, Mobtiff. Top Äther, und was haben wir hier? Ein Schuppet oder Schuppet. Hör, wo bin ich da reingelaufen? Stara Lili. Von dir haben wir gerade erst gesprochen. Na, das nenne ich doch mal einen glücklichen Zufall. Weißt du was? Tu mir den Gefallen und bleib bitte einfach direkt im Pokéball. Das wäre sehr, sehr schön. Klasse. Stara Lili wurde gefangen. Und das gibt einen Eintrag im Pokédex. So, Stara Lili. Auf der Suche nach Käfer-Pokémon fliegen Schwärme von ihnen durchs Land. Ihr Ruf erzeugt großen Lärm. Und das Pokémon widme ich Maximilian. Du bist Stara Lili. Cool. Okay. Was haben wir hier? Ein Pokéball mit Epi-Bonbon XS. Und dann springen wir da mal runter. Uiuiuiui. Immer schön vorsichtig sein, ja? Und da, wer ist das? Das ist mein Onkel. Hey, Onkel. Was machst du denn hier? Hey Thomas, lange nicht gesehen. Hallo Onkel, guck mal, wir sind im Partnerlock. Aua, ein Hund hat mir ins Bein gebissen. Au, Vorsicht Onkel, der Hund beißt. Der ist bissig. Das sah echt so aus, als hätte mir wirklich eine reingebissen, oder? So, Mobtiff. Aero Ass, würde ich sagen. Das müssen wir jetzt schnell bekämpfen. So, puh, gerade noch gerettet. Es tut mir leid, Onkel. Hier geht's runter und drüber, nicht wahr, Onkel? Ja, das ist richtig. Übrigens, tippt mal hier auf das Video, um mehr zu sehen. Na dann, bleibt katztastisch. Genau, auch von mir, bleibt katztastisch.